Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer bei Allgäu TV. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Nachrichten. Das sind unsere Themen heute. Symbolischer Spatenstich, offizieller Baubeginn am Kaufbeurer Forettle. Mathe, Englisch, Golf, Mittelschule Germering bietet erstmals neues Schulfach und zu Gast beim Altusrieder Schützenverein, Kollege Matthew Jeanne-Schön versucht sich im Sportschießen. Der Spatenstich. Er stellt im übertragenen Sinne den offiziellen Beginn der Arbeiten auf einer Baustelle dar. Er ist mehr symbolisch als ein wirklicher Arbeitsschritt. Doch im Falle des Forettle Centers in Kaufbeuren ist dieses Symbol schon lange fällig. 4,5 Jahre hat es gedauert, bis das umstrittene Einkaufszentrum jetzt Form annimmt. 1,5 weitere Jahre soll es dauern, bis die Kaufbeurer ihre neue Einkaufsmöglichkeit nutzen können. Fast 2,5 Jahre ist es her. Damals sah das zukünftige Baugrundstück des geplanten Forettle Centers in Kaufbeuren noch so aus. Seitdem ist viel Zeit vergangen und jetzt beherrschen Bagger das Areal. Und auch wenn die Bauarbeiten schon in vollem Gange sind, wurde heute noch auf einen symbolischen Akt Wert gelegt. Denn Bauherren, Stadträte und Nachbarn trafen sich, um mit dem Spatenstich den offiziellen Beginn der Bauarbeiten an dem lang umstrittenen Einkaufszentrum zu feiern. Es fühlt sich gut an, denn wenn über 4 Jahre diskutiert wird und der Bürger, die Bürgerinnen sehen nichts, dann hat man Zweifel, ob das überhaupt zustande kommt. Und so ist es heute, dieser symbolische Spatenstich, der erste Schritt in die Richtung, dass es weitergeht. Und es war kein leichter Weg bis dahin. Von vielen Seiten wurde die Planung eines Einkaufszentrums direkt neben der Kaufbeurer Innenstadt kritisiert. Es sei zu groß, es nehme der Altstadt die Kunden und gefährde damit die gesamte Innenstadt. Bedenken mancher Bürger, die die Stadt und die Investoren natürlich nicht teilen. Die lange Verzögerung des Baus machte ihnen allerdings schon zu schaffen, besonders bei der Suche nach Mietern. Durch das ganze Thema zunehmende Internetnutzung der Kunden und Abwanderung von Umsatzanteilen eben ins Internet hat sich einfach oder zeigt sich einfach verstärkt in dem Bereich Einzelhandelsimmobilien oder bei der Einzelhandelsprojektentwicklung, dass solvente, nachhaltige Mieter zu finden einfach immer schwieriger wird, und deswegen haben wir uns hier auch wirklich viel Zeit genommen und haben da auch einen sehr selektiven Prozess durchgeführt und sind jetzt einfach mit dem Ergebnis, was wir dann die nächste Zeit auch präsentiert werden, sehr, sehr, sehr zufrieden letztendlich. Ja. Vorherrschend im Forettle Center wird ein großer Supermarkt auf rund 3000 Quadratmetern Fläche. Hinzu kommt ein Drogeriemarkt. Diese beiden Geschäfte in Kombination sollen den Großteil der Kundschaft anlocken und dann in die Altstadt lenken. Ja, wir wollen dadurch natürlich einen Magnetpunkt setzen, dass mehr Leute nach Kaufbeuren kommen, dass sie hier einkaufen und dann noch die Altstadt besuchen. So ist auch dann der Platz angelegt, dass man relativ auf kurzem Weg zur Altstadt kommen kann. Und wir hoffen uns dadurch auch von der Kundenfrequenz mehr für die Altstadt. Eine Hoffnung, die erst ab Anfang 2018 bestätigt oder dementiert werden kann, sobald das Forettle Center seine Tore öffnet. Bis dahin kann es zwar noch zu weiteren Einsprüchen gegen das Einkaufszentrum kommen, doch einen wirklichen Einfluss haben die Bürger jetzt nicht mehr. Die Planung ist so weit in der Genehmigungsphase, dass man es nicht mehr aufhalten kann. Nee, da kommt nichts mehr. Wir sind in der Hinsicht sehr zuversichtlich. Und auch die Bürger werden sich früher oder später ans Forettle gewöhnen. Golf. Viele Menschen glauben, das sei die Sportart der Reichen. Nachwuchs? Fehlanzeige. Genau das will der Deutsche Golfverband nun ändern. Mit dem Projekt Abschlag Schule sollen deutschlandweit erstmals ganze Schulklassen an den Golfsport herangeführt werden. So auch an der Mittelschule Germeringen. Dort steht nun jeden Donnerstagnachmittag Abschlag statt Völkerball auf dem Plan. Sieht doch schon ganz gut aus. Und Spaß macht es den 18 Schülern der Mittelschule Germeringen auch noch. Die wöchentliche Doppelstunde Golf macht ein Projekt des Deutschen Golfverbandes möglich. Abschlag Schule heißt das. Der Golfclub Bad Wörishofen mit Sitz im benachbarten Rieden stellt Trainer und Anlage zur Verfügung. Dann fahren wir mit dem Bus, den uns der SV Germeringen Gott sei Dank zur Verfügung stellt, fahren wir zum Golfplatz, und eine Kollegin von mir fährt dann noch mit dem Privatauto her und bringt die restlichen Schüler. Dann treffen wir uns mit dem Profitrainer und mit dem
besten Spieler des Clubs, der sich da bereit erklärt hat, den Schülern was beizubringen. Und dann wird gepattet und wird Abschlag geübt und erstmal die Technik. Auch für Lehrer Thomas Fochler ist Golf komplettes Neuland. Deswegen bekommt er zusammen mit seinen Schülern Tipps von Golftrainer Christoph Kilian. Richtiger Stand, richtiger Griff, richtiger Schwung. Golf ist eben am Anfang schwierig. Danach geht es zu Clubmeister Morten. Der große Däne zeigt den Schülern, worauf es beim Putten ankommt. Dass so viele junge Leute auf einmal auf der Golfanlage sind, ist eher eine Seltenheit. Das ist eher ungewöhnlich. Wir haben zwar immer freitags auch Jugendtraining, wo viele Jugendliche kommen, aber jetzt mit der Schulklasse ist schon was Neues. Und ich finde es eine tolle Sache, dass die hier mal frische Luft schnuppern dürfen und hier ein bisschen im Golfsport rein schnuppern dürfen. Der Golfunterricht kommt bei den Schülern aber gut an. Von 5-Klässlern bis 10-Klässlern ist alles dabei. Der Andrang ist außerdem riesig. Mittlerweile jedenfalls. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, weil wenn ich in die Klassen gegangen bin und gesagt habe, ja, wer möchte denn nächstes Jahr Golf spielen, war die erste Frage, ja, Minigolf. Sage ich, nee, nicht Minigolf, sondern richtiges Golf. Und dann war es erstmal eher etwas zurückhaltend, weil die meisten spielen eben auf dem Dorf Fußball und Eishockey und sie haben nicht viel Kontakt zu Golf, außer sie wohnen in Rieden. Und dann war die Resonanz aber so groß, dass ich eine Warteliste hatte und ich hätte doppelt so viele Kinder aufnehmen können, aber es geht halt einfach nicht. Bei 18 ist einfach Schluss. Zum Abschluss dürfen die Jungs und Mädels dann sogar noch ein Loch auf dem Platz spielen. Aber natürlich kann noch nicht alles klappen. Wichtig ist den Verantwortlichen nur, dass sie Spaß haben. Denn nur wer Spaß hat, wird auch weiterhin Golf spielen. Gerade deshalb ist Clubmeister Morten begeistert von dem Projekt. Denn seiner Meinung nach hat der Golfsport in Deutschland ein massives Nachwuchs- und Imageproblem. Definitiv. Jetzt bin ich Däne aus Skandinavien, da ist es absolute Volkssport. Und in Deutschland ist leider immer noch sehr viele Vorurteile, dass es altbacken ist und ein bisschen steif und langweilig. Und das versuchen wir hiermit auch zu Kinder beizubringen, dass es nicht der Fall ist. Aber ist leider immer noch der Fall in Deutschland, finde ich. Ja. Ich glaube, das ist eher in den Köpfen der Erwachsenen, dass das ein elitärer Sport ist. Die Kinder sind da völlig unvoreingenommen. Die haben einfach Spaß, einen Schläger in der Hand und einen Ball und dann geht's los. Zum Schluss zeigt Morten den Jungen und Mädchen noch, warum er hier in Bad Wörishofen der Clubmeister ist. Und dann geht es aber ab zum Golfball suchen. Der Herbst ist angekommen im Allgäu. Mit dabei nicht nur leuchtend bunte Blätter, sondern auch die ersten Schnupfennasen. Wohin man hört, es wird geschnupft und gehüstelt, in dieser Zeit normal. Mancher Husten hat aber einen doch recht ernsten Hintergrund. Keuchhusten ist nämlich wieder auf dem Vormarsch, auch im Allgäu. Und zwar auch bei geimpften Menschen. Dann ist der Verlauf zwar häufig leichter, doch die Ansteckungsgefahr ist dieselbe. Michael Bauerdick, Leiter des Lindauer Gesundheitsamtes, warnt in diesem Zusammenhang davor, aus dieser Tatsache falsche Schlüsse zu ziehen. Zu sagen, wenn man sich trotz Impfung anstecken kann, dann kann man das Impfen ja gleich sein lassen, sei der falsche Weg. Denn, so Bauerdick wörtlich, jede Impfung senkt das Risiko, mit Keuchhusten angesteckt zu werden. Und falls es einen dennoch erwische, habe die Krankheit eben einen meist schwächeren Verlauf. Weitere Nachrichten aus dem Allgäu gibt es gleich hier bei uns in Allgäu TV Kompakt. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leute. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Auf 400 Quadratmetern bietet Ihnen der Schäferladen Allgäuer und ökologische Naturprodukte. Lassen Sie sich begeistern und inspirieren von diesem ungewöhnlichen Angebot. Vom größten Naturtextilvollsortiment Süddeutschlands und den vielen Woll-, Walk- und Fellprodukten, den handgemachten Wollteppichen und dem Naturmatratzenangebot. Ein
Ein Stück Italien mitten im Allgäu. Bei Hell's Pizza in Sonthofen erwartet die Gäste typisch italienische Gerichte im familiären Ambiente. Dazu beiträgt zum Beispiel auch der einzigartige Holzdrehofen des Restaurants. Es ist alles sehr schön und sehr traditionell gemacht. Unsere Pizzen sind mit hochwertigem Mehl gemacht. Wir haben typisch italienische Gerichte, Pasta, Nudeln. Und wir kochen, wir backen so, als würden wir selber immer essen. Und dadurch hat sich Hell's Pizza auch schon als Lieferservice in Sonthofen etabliert. Man kann unser Lokal auch mieten für geschlossene Gesellschaften. Man kann einfach nur so vorbeikommen, um etwas zu trinken. Es ist einfach sehr lockeres Ambiente und es passt halt einfach. Genau neben Hell's Pizza und Teil des Familienunternehmens ist der Heaven's Pub. Hier können Besucher den Abend ausklingen lassen. Das Besondere am Heaven's Pub ist, dass wir weit über 50 verschiedene Bierspezialitäten haben, von national, regional bis zu international. Wir sind derzeit auch die einzigste Bar, wo Biercocktails anbietet. Und auch hier herrscht der typisch italienische Flair. Ja, wir sind eine kleine Location und dadurch wird es eigentlich auch sehr schnell familiär. Wir haben auch sehr viele Stammkunden und das ist das, wo wir uns eigentlich auch glücklich schätzen, dass man die Leute immer wieder hier gerne begrüßen darf. Hell's Pizza und der Heaven's Pub freuen sich auf Ihren Besuch. Das sind die Meldungen vom 19. Oktober. Die Kritiker der Inselhalle wehren sich gegen den Vorwurf, für die Verzögerungen und Mehrkosten beim Neubau der Veranstaltungshalle in Lindau verantwortlich zu sein. Die Stadt hätte von Anfang an Kosten für ein Lärmschutzkonzept einplanen müssen. Vergessener Lärmschutz, der nachträglich geplant und eingerichtet werden muss, sei naturgemäß deutlich teurer, so die Anwältin eines Nachbarn, der gegen den Neubau geklagt hatte. Auch der Initiator des Bürgerentscheides, Andreas von Hollen, sieht sich nicht in der Verantwortung für Bauverzögerungen. Der Terminplan der Stadt sage eindeutig, dass der Baubeginn planmäßig erfolgt sei, so von Hollen. In Bad Wörishofen soll ein millionenschweres Projekt Wohnraum für sozial Schwächere schaffen. Die Dominikanerinnen wollen für 4 Millionen Euro insgesamt 900 Quadratmeter Wohnfläche ermöglichen. Geplant ist ein Neubau. Dafür soll die alte Klosterlandwirtschaft abgerissen werden. Wie viele Wohnungen genau entstehen sollen und was sie an Miete kosten, steht noch nicht fest. Finanziert werden soll der Neubau durch den Verkauf von Grundstücken aus dem Klostervermögen. Der Baubeginn ist für nächstes Jahr geplant. Die geplante Neuregelung des Länderfinanzausgleichs könnte einen raschen Ausbau der B12 gefährden. Das befürchtet der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler Bernhard Pohl. Bislang hätten die Länder entschieden, welche Bundesstraßen zum Ausbau vorgeschlagen werden. Nach dem Beschluss der Länderchefs sei geplant, die Zuständigkeit auf den Bund zu verlagern. Der wolle eine privatrechtliche Gesellschaft mit dem Bau betrauen und auch die Möglichkeit eröffnen, private Kapitalbeteiligung zuzulassen. Pohl befürchtet, dass kleinere Projekte wie der B12-Ausbau gegenüber rentablen Großprojekten ins Hintertreffen geraten könnten. Wasser wird in Memmingen teurer. Das hat der Stadtrat jetzt beschlossen. Statt bisher 1,12 Euro kostet der Kubikmeter Wasser künftig 1,24 Euro. Für einen durchschnittlichen 3-Personen-Haushalt mache das etwa 14,40 Euro im Jahr aus. Grund für die Gebührenerhöhung sind vor allem gestiegene Kosten. Unter anderem werde der Memminger Hochbehälter saniert. Die höheren Wassergebühren treten ab dem 1. Januar in Kraft. Im Wald zwischen Memmingen und Dickenreishausen hat sich gestern Abend ein Mann vor einer Spaziergängerin entblößt. Erst als die 56-Jährige den Täter lautstark aufforderte, zu verschwinden, entfernte sich der Mann Richtung Dickenreishausen. Die Polizeiinspektion Memmingen sucht nun nach dem Mann, zu dem die folgende Beschreibung vorliegt. Er ist dunkelhäutig, um die 30 Jahre, ca. 1,70 Meter groß, schlank und hat starke O-Beine. Außerdem trägt er einen auffälligen Vollbart und kurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er dunkle Joggingbekleidung. Die Diskussion um den Lindauer Stadtbus geht weiter. Gestern Abend hat sich der Finanzausschuss mit dem Thema beschäftigt. Wie berichtet, war der Fahrplan des Stadtbusses vor allem am Abend deutlich ausgedünnt worden. Dagegen hatte es Proteste gegeben. Der Finanzausschuss sprach sich gestern dafür aus, zum Halbstundentakt am Abend zurückzukehren. Das Inselbuskonzept soll erst nach Umbau des Berliner Platzes umgesetzt werden. Außerdem sprachen sich die Räte gegen eine Verlegung des zentralen Umsteigepunktes an den Berliner Platz bzw. den künftigen Bahnhof Reutin aus.
Die endgültige Entscheidung zu diesen Themen fällt aber der Stadtrat. Ob er sich an die Empfehlung halten wird, ist offen. Weil er sich aus seinem Auto ausgesperrt hatte, hat ein 52-Jähriger bei Sonthofen gestern die Polizei gerufen. Der Mann hatte sowohl seinen Originalschlüssel als auch den Ersatzschlüssel im Inneren des Fahrzeuges aufbewahrt. Dieses war aber verschlossen. Deshalb wollte er die Seitenscheibe einschlagen, damit aber niemand auf den Gedanken komme, er wolle in das Auto einbrechen, rief er die Polizei zur Unterstützung. In deren Beisein verschaffte er sich dann Zugang zum Auto. Nachdem die Polizei die Dokumente geprüft hatte, konnte er zu einer Werkstatt fahren. Eine Wespe hat gestern bei Immenstadt für einen Unfall gesorgt. Eine 18-Jährige hatte das Tier in ihrem Auto. Weil sie es vertreiben wollte, verlor sie kurzfristig die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam in Höhe Kreisbadeplatz nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam schließlich 100 Meter weiter in einer Wiese zum Stehen. Verletzt wurde niemand, der Schaden hält sich mit etwa 100 Euro in Grenzen. Diebstahl während der Siegerehrung. Bei ihrem Auswärtswettkampf in Singen verlor die Turngemeinschaft Allgäu nicht nur mit 22-40, die Sportler wurden auch ausgeraubt. Unbekannte Täter müssen die Siegerehrung genutzt haben, um die Kabine auszuräumen. Handys, Bargeld, Geldbeutel, alles weg. Die ganze Zeit sei jemand in der Umkleide gewesen, nur eben zur Siegerehrung nicht, so TGA-Präsident Uli Benker. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Soweit die Meldungen und jetzt das Wetter. Die Handwerkskammer für Schwaben, für ein starkes Handwerk. Eine weitere kalte Nacht erwartet heute das Allgäu. Die Temperaturen fallen auf durchschnittlich 5 Grad. Weitestgehend bleibt es aber trocken, nur Richtung Bodensee kann es zu leichten Schauern kommen. Mit dem Beginn des morgigen Tages wandern die Regenwolken Richtung Unterallgäu. In der ganzen Region kämpft sich aber immer mal wieder die Sonne durch. Mit 10 Grad wird es im Oberallgäu am wärmsten. Trotz Sonne bleibt das Thermometer im Laufe des Tages aber fast unverändert. Maximal 9 Grad erreicht das West- und Ostallgäu, 8 Grad das Unterallgäu und 11 Grad das Oberallgäu. Auf unseren Gipfeln wird es natürlich noch etwas kühler. Tiefstwerte von 0 bis minus 4 Grad erreicht das Nebelhorn. Der Gründen bietet hingegen maximal 7 Grad. Und wer schon Lust auf Schnee hat, hat die besten Chancen auf dem Breitenberg und dem Hochgrat. Der Blick aufs Wochenende. Freitag wird es sich noch einmal bei kühlen 3 bis 5 Grad ausregnen. Für den Samstag und Sonntag verziehen sich die Quellwolken aber und die Sonne hat sich angekündigt. Einem Herbstspaziergang sollte also nichts im Wege stehen. Auf einer Skala von 0 bis 10, wie glücklich sind Sie? Das hat dieses Jahr wieder die Glücksatlas-Studie gemessen. Unterm Strich hat in Deutschland die allgemeine Lebenszufriedenheit deutlich zugenommen. Am zufriedensten ist man mal wieder in Schleswig-Holstein, also ganz am anderen Ende der Republik. Wir Allgäuer gehören laut Studie zu den drittglücklichsten. Aber warum eigentlich? Woran fehlt es uns denn noch, um noch glücklicher zu werden? Wir haben Sie gefragt. Sie sehen so glücklich aus. Ich muss Sie einmal fragen, wie glücklich sind Sie denn wirklich? Sehr glücklich. Sehr glücklich. Ich bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich meine, wir haben das Schloss Neuschwanstein vor der Tür. Hundertprozentig glücklich. Ja, wir waren jetzt beim Einkaufen und sehr erfolgreich. Da ist man doch glücklich. Wir Allgäuer sind aber laut der Glücksatlas-Studie nur die drittglücklichsten. Was fehlt uns denn noch zum hundertprozentigen Glück? Besser schönes Wetter. Ich bin eigentlich glücklich, wenn ich gesund bin, muss ich sagen. Mehr will ich gar nicht. Die Leute könnten ein bisschen offener werden. Was ist denn so Ihr persönliches Geheimrezept für das persönliche Glück? Sachen so nehmen, wie sie sind. Was man nicht ändern kann, ist halt so. Gutes Wetter. Wenn die Sonne scheint, ist gut, dann bin ich auch besser drauf. Man muss immer gucken, dass das Glas mehr als halb voll ist und dann passt's. Leben.
leben und leben lassen. Meine Kinder. Was fehlt Ihnen denn noch, um so 100% glücklich zu sein? Eigentlich nichts. Mir fehlt nichts, kannst du mal da rein filmen. Ich bin jetzt 100%ig glücklich mit meinem 5 Liter Glühwein. Passt. Ich glaube, das zumindest so für die nächsten 2 Wochen, oder? Reicht das schon, ja. Na dann kann Weihnachten ja kommen, heißt es so schön. Eine rührende Geschichte, bei der am Ende auch alle Beteiligten glücklich und wohlauf waren, hat sich am frühen Dienstagmorgen bei Rieden am Forkensee ereignet. Dort hat ein Autofahrer am Straßenrand ein Kälbchen entdeckt. Er sicherte die Stelle und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, hat er das Kälbchen damit wohl gerettet, denn es war wohl erst kurz zuvor auf die Welt gekommen und von der Weide aus durch den Zaun auf die B16 gefallen. Inzwischen sind Kälbchen und Mutter wieder wohlbehalten zu Hause auf dem Bauernhof und erfreuen sich beide bester Gesundheit. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann sportlich wieder zurück. Beim Zeus. Geschichten von Göttern und Helden. Antike griechische Stücke und römische Funde aus Kambodunum. Kindgerecht und anschaulich. Beim Zeus. Die große Sonderausstellung im Alpinmuseum Kempten. Skyline-Park! Jede Menge Freizeitspaß mit über 60 Attraktionen für Jung und Alt. Das perfekte Ausflugsziel in den Herbstferien. Und übrigens von Ende Oktober bis zum 5. November mit großem Halloween-Special. Skyline-Park! Der coole Freizeitpark in Bayern! Wie cool ist das denn? Wenn ich mein CW-Fotobuch aufschlage, dann ist es so ein Wow-Moment. Aber ich mache es gerne im Beisein von jemandem auf, um eben diesen Moment zu teilen. Man hat schon enorme Glücksgefühle. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Hochwertige Designermode und begehrte Couture-Marken. Alles im Herzen von Kempten. Das ist die Residenzboutique in der Kronenstraße. Das Besondere ist, dass ich versucht habe, mit viel Holz und mit Hirschgewein und Glas eine Atmosphäre zu schaffen, die einem Chalet-Charakter gleichkommt, weil ich der Meinung bin, dass ein Kunde ganz anders stöbern kann und ein ganz anderes Einkaufsfeeling bekommt, wenn so ein gemütlicher Allgäuer Rahmen drumherum ist. Das wissen die Kundinnen zu schätzen und lassen sich gern beraten. Denn hier wird eine ansehnliche Auswahl an großen Marken angeboten, sodass jede Kundin ihren individuellen Look findet. Der Stil der Residenzboutique? Sportlich elegant. Der Kunde kann sich bei uns so einkleiden, dass er tagsüber damit in die Stadt kann, aber genauso gut abends eben auch ausgehen kann. Und sollte etwas doch nicht richtig passen, kann direkt vor Ort ausgeholfen werden. Wir haben im Haus eine eigene Schneiderei und wir passen alle Outfits dem Kunden genau an, gehen auf alle Wünsche ein, die der Kunde hat und können hier verschiedene Dinge eben ändern. Mode, Accessoires und eine Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Das und mehr finden Sie in der Residenzboutique in Kempten. Es ist eine der Sportarten, die eigentlich nur bei Olympia so richtig an die Öffentlichkeit kommt. Die Rede ist vom Schießen. Nicht mit dem Bogen, sondern mit dem Gewehr. Das erfordert absolute Ruhe und Konzentration. Jeder Wackler kann umgehend bestraft werden. Schließlich ist die winzige Zielscheibe knapp 10 Meter entfernt. Wir haben den Sportschützen des SV Altus Ried über die Schulter geschaut und uns die Sportart und das Sportgerät erklären lassen. Anpeilen, zielen, noch einmal durchatmen und abdrücken. Wir sind heute beim Schützenverein Altus Ried, genauer gesagt beim Nachwuchstraining. Doch wer denkt, Sportschießen ist nur etwas für schießwütige Waffennarren, der liegt vollkommen falsch. Ich treffe den Nachwuchstrainer des SV Altus Ried, Otto Kutzer. Seit zig Jahren betreut er schon die Jugendlichen, trainiert mit ihnen
und betreut sie bei Wettkämpfen. Ja, Otto, was ist denn jetzt beim Schützenverein, was macht denn Skisport für dich aus? Skisport macht für mich aus, dass man hier mal zur Ruhe kommt. Also man muss sich ja beim Schießen sehr konzentrieren, ja, und mal abschaltet vom Alltag. Also manche gehen ja zum Meditieren, ja, ich gehe halt zum Schießen. Und in der Stunde oder eineinhalb Stunden, die ich da am Schießstand stehe, ja, kann ich mal so richtig abschalten. Also den Seele mal baumeln lassen und sich einfach auf die Sache konzentrieren. Genau. Gerade für Jugendliche mit Konzentrationsschwächen kann Schießen eine Art Therapie sein, meint Kutzer. Man muss ruhig sein und bleiben, um die kleinen Ziele zu treffen, lernt sich auf eine Sache zu konzentrieren und man hat meist sehr schnelle Erfolgserlebnisse. Waffe nehmen und loslegen? Nein. Denn zu einem echten Sportschützen gehört auch die richtige Kleidung. Angefangen bei den Schuhen mit einer speziellen schnurgeraden Sohle. Die ist wichtig für einen stabilen Stand. Dann kommen Lederhose und Lederjacke. Die bringen Stabilität, vor allem für Hüfte, Rücken und die Arme. An den Gelenken sind sie aber bequem und flexibel. Dann kommen natürlich noch die Ohrstöpsel, ganz wichtig. Und der Handschuh für die Stützhand, dann kann es losgehen. Worauf es beim Schießen ankommt, wie es um die Sicherheit bei Schützenvereinen steht und wie ich mich im Duell mit Nachwuchstalent Daniel geschlagen habe, das sehen Sie in unserer neuen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Das waren die Allgäu TV Nachrichten am Mittwoch. Der Blick auf morgen: Das Eisstadion in Kaufbeuren ist sicherlich derzeit eines der größten Bauprojekte im Allgäu. In Wangen wird gerade das Dach dafür gebaut. Und das schauen wir uns morgen zusammen an. Bis dahin einen schönen Abend.